Ich habe heute etwas ziemlich Interessantes gelernt. Anscheinend kann es fatal sein, zu lange kopfüber aufgehängt zu sein. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, was zu dieser Entdeckung geführt hat, denn das meiste davon ist nicht wirklich wichtig, aber glaubt mir, wenn ich sage, dass es seltsam und dämlich war und Tausende von Blutegeln beteiligt waren. Wir hingen an rostigen Ketten, die fest um unsere Beine gewickelt waren, etwa 3 Meter über dem Boden eines mysteriösen, unterirdischen Gebäudes, dessen Existenz im Wald neben der Tankstelle, an der ich arbeite, jahrzehntelang unbemerkt geblieben war. Es war kalt und feucht und unsere einzige Lichtquelle war das Trio aus brennenden Fässern, die in einem Dreieck um uns herum angeordnet waren, und ich war mir ziemlich sicher, dass der Ort hier über keine ausreichende Belüftung verfügte, um mit dem ganzen Rauch klarzukommen. Ich war genervt, aber zumindest war mein Kollege Jerry auch hier. Er hing neben mir und hatte sich freiwillig gemeldet, um für etwas Ablenkung von der gegenwärtigen Situation zu sorgen. Er offenbarte sein beeindruckendes Repertoire an Melodien aus Fernsehsendungen und erzählte trotz meiner wiederholten Aufforderung, dass er aufhören sollte, schreckliche Flachwitze. Nach etwa 2 oder 3 Stunden kam unser Entführer zurück, um zu sehen, wie es uns ging. Oder vielleicht war er da, um uns zu verspotten. Ich weiß nicht wirklich, seine Beweggründe waren unklar. Als ich hörte, wie sich die Metalltür öffnete, war ich zuerst erleichtert, dass das Warten endlich vorbei war. Ich will nicht undankbar klingen, aber ich halte es nur so oft aus, wenn Jerry fragt, ob seine Witze zu tief für mich sind. Unser Entführer ging langsam in den Raum, ein gezielter Schritt nach dem anderen, und ich bin sicher, dass er sich in seinem Kopf eine passende Eingangsmusik dazu ausgedacht hatte. Wahrscheinlich dachte er, dass das viel cooler aussah, als es tatsächlich tat. Er trug Cargohosen, eine schwarze Lederjacke und eine mit Blut bespritzte Schürze. In einer Hand hielt er eine Machete, in der anderen einen übergroßen Haken. Und auf seinem Kopf trug er die dümmste Maske, die ich je gesehen hatte. Eine Art Albtraum-Bugs-Bunny mit schwarzem Fell, geschärften Hirschzähnen und spitzen, länglichen Ohren, die am oberen Türrahmen kratzten, als er eintrat. Er zeigte mit der Machete direkt auf mich und sagte etwas mit einer einschüchternden, aber gedämpften Stimme. Das heißt, okay, keine Ahnung, was das Wort von euch erwarten, oder? Was? Fragte ich. Er wiederholte sich, jetzt etwas verärgert, aber immer noch genauso gedämpft. Ihr seid Kohle, keine Ahnung, was das Märchen euch erwarten, oder? Was sagt er da? Fragte Jerry. Ich hab keine Ahnung, antwortete ich. Der Mann mit der Maske schrie gedämpft und wedelte mit seiner Waffe in unsere Richtung. Alter, nimm einfach die Maske ab, sagte Jerry und unterbrach die Muffelei. Ja, echt mal, wir wissen, dass du es bist, Bo. Wir sind keine Idioten, du riechst nach Axtdeo und hast dich seit einer Woche an der Tankstelle rumgetrieben. Sein Name war Bo Corvillon und er war ein ziemlicher Idiot, seitdem ich ihn kenne. Wir trafen zum ersten Mal in der Grundschule aufeinander und stellten bereits am ersten Tag fest, dass wir nie Freunde sein würden. Er war nicht unbedingt der Erste, von dem ich erwartet hätte, dass er sich Entführung und Folter bedient, aber ich war von dieser Wendung auch nicht allzu überrascht. Es wäre sehr wohlwollend zu behaupten, dass Bo ein Produkt seiner Erziehung war. Sicher, er kam aus einer dummen, wütenden Familie in einer dummen, wütenden Stadt. Und man könnte versucht sein zu sagen, dass er nie eine große Chance gehabt hatte, aus diesem Zyklus auszubrechen. Aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht dazu führen würde, dass Bo zu einfach davon käme. Meine Erinnerungen an das Aufwachsen mit Bo konzentrieren sich am ehesten darauf, zu versuchen, ihn im Sportunterricht zu meiden. Beziehungsweise eigentlich ihn generell zu meiden. In der 10. Klasse genoss Bo einen kurzen Moment der Popularität, nachdem der Schulrat seinen Antrag abgelehnt hatte, einen sogenannten Clan-Club für die Highschool mit $5,000 zu unterstützen. Der Club hatte angeblich das Ziel, das angelsächsische Erbe zu zelebrieren, indem sie mit Quads im Schlamm rumfahren wollten. Er und sein Vater, also eigentlich zum Großteil sein Vater, haben dann die Schule wegen Rassendiskriminierung verklagt und sich dann außergerichtlich auf eine nicht genannte Geldsumme geeinigt. Danach fing Bo an, ausschließlich bei Hot Topic Klamotten zu kaufen und hatte sein rot-orangenes Haar wie ein Punkrocker zu Stacheln hochgegelt.
Dann hat er einen Haufen Exemplare des anarchistischen Kochbuchs im Computerraum ausgedruckt, angefangen Zigaretten auf dem Schulparkplatz zu verkaufen, ein paar Hakenkreuze auf das Auto des Englischlehrers gemalt und hatte schließlich den provokanten Ruf bekommen, zu cool für die Schule zu sein. Kurz darauf wurde daraus der Ruf, dass er zu dumm für die Schule war und er ist wegen chronischem Schwänzen und schlechter Noten von der Schule geflogen. Sie haben die Schule wieder verklagt, aber ich habe nie gehört, wie der Fall ausgegangen ist. Ich hätte danach keinen Kontakt mehr mit ihm und habe nur ab und zu was mitbekommen, wenn Leute an der Tankstelle etwas über ihn erwähnt haben. Er war immer noch dumm und wütend und er gab wohl allen anderen die Schuld für alles. Von seinen betrunkenen Autofahrten bis hin zu seiner plötzlichen und unerklärlichen Gewichtszunahme. Bo war schon immer ziemlich stämmig gewesen, aber inzwischen war er 1,20 Meter hoch, wenn er sich auf den Rücken legte, was ein weiterer Grund war, warum es eine sinnlose Idee gewesen war, eine Maske zu tragen. Als uns zum ersten Mal auffiel, dass Bo an der Tankstelle herumhängte, nahm ich an, dass er nur vorhatte, uns auszurauben. Er war nie einer der hellsten gewesen, aber es war fast schon komödiantisch, wie verdächtig er sich verhielt. Er hatte einen Hut und einen Trenchcoat an, parkte seinen Truck am äußersten Rand des Parkplatzes und versuchte auszuspähen, ob wir irgendwo im Gebäude Sicherheitskameras hatten. Er war etwa zweimal täglich da, aber kaufte nie etwas. Dann versuchte er letzten Freitag mit der Kassiererin ein Gespräch anzufangen. Ich bin mir sicher, dass er dachte, dass er sehr verführerisch klingen würde, aber das ist nun mal die Macht der Selbsttäuschung. Rosa hatte mir alles erzählt, nachdem ich für meine Schicht aufgetaucht war. Er hat gefragt, ob wir irgendwelche Waffen im Laden versteckt hätten. Und wenn ich mich alleine fürchten würde, würde er sich freuen, da zu bleiben und mich zu beschützen. Naja, sagte ich. Das ist schon ziemlich offensichtlich, nicht wahr? War das das Erste, das er gesagt hatte? Nee, am Anfang war er einfach nur super creepy und hat mich gefragt, woher ich komme, wie lange ich hier schon arbeite, bla bla bla. Dann hat er gefragt, ob ich allein sei. Wie kommt er auf die Idee, dass das so eine Frage eine gute Idee ist? Was hast du ihm gesagt? Ich hab gelogen und gesagt, dass du, Jerry und Mac hinten seid und das Inventar sortiert. Wer ist Mac? Ein Kerl, den ich erfunden habe, für Bo. Mac ist ein impulsiver Ex-Marine mit Problemen bei der Selbstbeherrschung. Er saß im Knast für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat und versucht, seitdem er entlassen wurde, es seiner Ex-Frau recht zu machen. Alles, was er will, ist Teil des Lebens seiner Kinder zu sein. Er arbeitet hier an der Tankstelle, um etwas extra zu verdienen, während er Abendkurse besucht, um seinen Master of Business Administration zu machen. Aber ein alter Bekannter aus seiner Zeit bei den Marines tritt plötzlich und unerwartet wieder in sein Leben und zieht Mac in ein dunkles Kaninchenloch, das alles herausfordert, wofür er steht. Wird Mac die richtige Entscheidung treffen? Findet es heraus in Mac das Messer. Wie auch immer, ich denke, wir sollten Deputy O'Brien anrufen. Es gibt da nicht wirklich viel, was sie tun kann, bis er mal tatsächlich das Gesetz bricht. Wir könnten eine Waffe unter den Tresen packen. Hast du eine Ahnung, wie lächerlich es ist, dass wir hier an der Tankstelle keine Waffen haben? Ich werde darüber nachdenken. Ich habe darüber nachgedacht, das habe ich wirklich. Und ich kam sogar zu dem Schluss, dass Rosa recht hatte. Wir sollten anfangen, uns zu bewaffnen. Nur für den Fall. Aber dann ergriff die Faulheit Besitz von mir und ich fing an, ein Buch zu lesen. Und dann habe ich die ganze Sache vergessen. Und dann war gestern Abend und ich war gerade dabei, Jerry abzulösen und meine Nachtschicht zu beginnen, aber er war nicht da. Anstelle von Jerry war da dieser fette Volltrottel mit einer Machete und einer Pistole in der Hand. Er hatte seine dumme Kaninchenmaske vor dem Gesicht und zwang mich dann auf die Rückbank seines Trucks. Dann fuhren wir raus in den Wald auf einem alten Wirtschaftsweg hin zu einer alten Bunkertür aus Metall. Wir gingen hinein, den Betonflur hinunter, der voller Schmutz und Graffiti war, vorbei an Räumen voller stinkendem Regenwasser. Riesigen Metallsilos, bröckelten Betonsäulen, Metallbalken und schließlich hinein in diesen riesigen leeren Raum, wo er mich mit Ketten fesselte und mich neben Jerry an die Decke hängte. Und so sind wir hier gelandet. Zwischen Klopf-Klopf-Witzen und Jerrys schrecklichen A cappella-Wiedergaben von Broadway-Hits fragten wir uns laut, was Bo's Ziel war. Der Raum, in dem er uns untergebracht hatte, enthielt ein riesiges Pentagramm, das
der Leiter, Pinseln und offenen Farbeimer zu urteilen, wohl frisch an die Wand gemalt worden war. Ich vermutete auch, dass das ganze Blut auf Bos Schütze eigentlich nur Farbe war. Die beste Erklärung, die wir gefunden hatten, war, dass er den Verstand verloren hatte und plante, uns dem Teufel zu opfern. Es stellte sich heraus, dass unsere Theorie nicht so weit ab vom Schuss war. Bo nahm schließlich die Maske ab und zeigte den verärgerten Blick auf seinem runden, molligen Gesicht. Ihr scheiß Kerl, habt keine Ahnung, was für Schmerzen euch erwarten, oder? Ein Moment verging, dann sagte ich... Warte, hast du auf eine Antwort gewartet? Tut mir leid, ich dachte, das war rhetorisch gemeint. Du denkst, du bist so schlau, was? Nun, weißt du was? Das bist du nicht. Wow, clever. Komm schon, Bo, sagte ich. Lass uns einfach von hier runter. Wir können so tun, als wäre die ganze Sache nie passiert. Nein, können wir nicht, warf Jerry ein. Sobald du uns gehen lässt, schwöre ich, dass ich direkt zum Sheriff gehen werde, um deinen Arsch anzuzeigen. Und es gibt nichts, was du tun kannst, um mich aufzuhalten oder meine Meinung zu ändern. Ich warf ihm einen wütenden Blick zu und murmelte leise. Halt die Klappe! Irgendwas muss Klick gemacht haben in seinem Kopf und Jerry fing sofort an zurückzurühren. Oh! Oh, ja, du hast recht. Vergiss es einfach, Bo. Ich vergebe dir. Jetzt lass uns gehen, sonst. Bo zwang sich zu einem Lachen, das nicht ansatzweise überzeugend klang, und sagte dann, ihr bleibt hier für den Rest der Ewigkeit. Ihr werdet hier sterben. Wusstet ihr, dass der Tod durch Kopfüberaufhängen die gefürchteste Form der Folter bei den Chinesen war? Wieder erwischte ich mich dabei, wie ich darauf wartete, dass er weitermachte. Nur um zu erkennen, dass er tatsächlich eine Antwort haben wollte. Nein, habe ich nicht. Lasst mich euch die verschiedenen Phasen des Schmerzes erklären, die ihr vor eurem Tod durchmachen werdet. Zuerst spürt ihr, wie eure Lungen unter dem Gewicht der anderen Organe langsam zerquetscht werden, bis das eigentliche Atmen fast unmöglich wird. Dann wird das Herz überbelastet, weil es versucht, das Blut bis hoch in die Zehen zu pumpen. Dann platzen die Gefäße in euren Augen. Ihr werdet erblinden, während ihr um jeden weiteren Atemzug kämpft. Und dann, nachdem ihr endlich tot seid, werde ich eure Körper ausbluten und sie hier unten verrotten lassen. Ich bin jetzt zwar kein Arzt, aber nichts davon hörte sich richtig an. Ich wollte Bo jedoch nicht darauf hinweisen, dass er seine Folterfähigkeiten verbessern musste. Hey! Schrie Bo und zeigte mit seiner Machete auf den Kerl, der auf der anderen Seite von Jerry hing. Was ist mit dem da los? Mit dem da bezog er sich auf Mel, die neue Teilzeitkraft, die gerade von Jerry eingelernt wurde, als Bo für die Entführung hereinplatzte. Es war sein erster Tag und der arme Kerl war bereits in einer unterirdischen geheimen Folterkammer. Jerry antwortete. Ja, der ist direkt ohnmächtig geworden. Wir haben versucht, ihn aufzuwecken, aber bei ihm sind alle Lampen aus. Hey, Mel! Mel? Wach auf, du verpasst den Schurkenmonolog. Jerry schwang seinen Arm Richtung Mel, aber wir hingen alle außer Reichweite. Ist der Typ schon tot? Fragte Bo. Ich studierte Mel für einen Moment, konnte aber keine Atmung oder andere Lebenszeichen sehen. Ja, antwortete ich traurig. Ich glaube, das ist er. Wow, sagte Bo mit einem seltsamen Lächeln. Ich habe es geschafft. Ich habe zum ersten Mal ein Leben genommen. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Diese Macht... Es ist unglaublich. Es ist etwas, das ihr armseligen Schafe nie fühlen werdet. Ihr werdet nicht diese Macht haben, die Existenz einer anderen Person auszulöschen. Jerry kicherte und sagte, okay, Alter. Oh, das ist es. Ich habe alles, was ich brauche. Wollt ihr Idioten raten, was als nächstes passieren wird? Nein, antworteten wir beide zur gleichen Zeit. Jetzt habe ich das, was ich brauche, um das Biest zu beschwören. Kayagan. Er ist ein ewiges Wesen aus einer anderen Welt, stärker, als ihr es euch überhaupt vorstellen könnt. Ich habe ihm alles gegeben, was er braucht, um unser Reich zu betreten. Bis auf die letzte Zutat. Das Blut eines Gequälten. Bo ging in die Ecke, wo die Ketten alle mit einer alten Kurbelvorrichtung verbunden waren und drehte ein Rad, bis Mel zum Boden abgesenkt war. Dann öffnete er Mels Ketten und horchte an seiner Brust nach einem Herzschlag. Also ernsthaft, er hätte die zwei Sachen andersherum machen sollen. Er zog dann Mel über den Boden zu der Stelle vor dem Pentagramm. Hey Alter, flüsterte Jerry mir zu. Wie wir rauskommen, denke ich, sollten wir ernsthaft darüber nachdenken, eine Flinte oder sowas für den Laden zu kaufen.
Bo ging auf die Knie und fischte ein großes Taschenmesser aus seiner Cargohose, klappte es auf und küsste es. Ihr Verlierer werdet jetzt etwas sehen, für das ihr eigentlich nicht würdig seid. Die Tore der Hölle werden sich öffnen und ihr werdet buchstäblich in der Gegenwart des dunklen Fürsten Kayagan sein. Sagt mir, hat einer von euch schon mal einen echten Gott gesehen? Ja, sagt mir unisono. Ich sah so Jerry hinüber. Warte, was? Wann hast du einen Gott gesehen? Damals, als du wegen deiner Beinsache ein paar Tage im Krankenhaus warst. Da war dieser Fledermausgott namens Plabu oder so. Er war in einem kleinen Universumsdings in einer Flasche Strega gefangen. Ich meine, ich hatte zu der Zeit auch eine ganze Menge Pilze eingeschmissen. Also habe ich mir das auch vielleicht nur vorgestellt. Und du? Erinnerst du dich, als wir all diesen FKK-Zombies in dieser unterirdischen Höhle entkommen sind und wir von diesen riesigen Händen, die aus den Wänden gekommen sind, getrennt wurden? Ja, da wurde ich in den Thronsaal eines dunklen Baumgottes gesaugt. Er war aber eigentlich ziemlich cool. Natürlich war ich zu der Zeit auf einer Menge Schmerzmittel, also vielleicht war das auch alles nur in meinem Kopf. Unsere Leben sind schon seltsam, antwortete Jerry. Hey! Schrie Bo. Ich meine es ernst hier, das ist echt. Und ihr werdet es gleich selbst sehen. Passt auf! Mit zwei Händen um den Griff stieß er das Messer in Mels Brust. Mels Augen schossen auf und er schrie und sprang auf die Füße. Es hat funktioniert, rief Jerry. Mel ist ein Zombie! Mel schrie und sah die Waffe an, die aus seiner Brust ragte. Mel, lauf los und hol Hilfe, rief ich. Bo kämpfte damit, seinen fetten Arsch hochzubekommen, aber Mel drehte sich um, schlug ihm ins Gesicht und floh dann aus der Tür den Flur hinunter. Komm zurück! Rief Bo, als er seinen Haken seinem fliehenden Opfer hinterherwarf. Er schlug ein paar Meter neben der Tür gegen die Wand und fiel klappernd zu Boden. Bo schnaufte und nahm die Verfolgung von Mel auf. Ein paar Minuten später kam Bo mit hängendem Kopf zurück in den Raum. Seine Augen waren rot und feucht und rotziges Blut lief ihm aus seinen Nasenlöchern. Es sah so aus, als hätte dieser Schlag Bo eine gebrochene Nase hinterlassen. Und so erbärmlich er auch aussah, konnte ich unmöglich Mitleid mit ihm haben. Das ist alles eure Schuld, knurrte er uns an. Wie kommst du darauf? Fragte Jerry. Ihr habt mich angelogen, ihr habt mich reingelegt, damit ich glaube, dass Mel tatsächlich tot ist. Jerry schnippte mit den Fingern und sagte, Schlampe, komm mal von deinem Verfolgungswahn runter. Du bist derjenige, der uns hierher gebracht hat, um uns zu Tode zu foltern. Du kannst jetzt nicht losflennen, weil wir nicht nett zu dir waren. Ich werde dich umbringen, schrie Bo. Ja, das behauptest du zumindest, verspottete ihn Jerry. Bo wischte seine blutige Nase an seinem Ärmel ab, schüttelte dann den Schleim auf den Boden, dann schrie er wieder. Du hast keine Ahnung, wie mächtig ich sein werde. Du wirst schon lernen, wo du hingehörst. Ihr werdet mich alle respektieren. Und wenn ich fertig bin, werde ich... Er stoppte mitten im Satz. Sein Gesicht wurde blass. Dann drehte er sich um und blickte auf seine blutigen Spritzer auf dem Boden und dann auf das Pentagramm an der Wand. Was? Stammelte er zu niemandem Bestimmten. Jerry warf mir einen Blick zu, der sagte, dass dieser Kerl nicht mal alle Wachsmalstifte in der Messerschublade hatte. Oh, ja, natürlich. Er sprach mit der Wand. Also, willst du uns jetzt vielleicht runterlassen oder so? Fragte ich. Bo sah mich mit einem riesigen, hässlichen Lächeln an und fragte, habt ihr das auch gehört? Was gehört? Antwortete ich. Diese Stimme, genau da. Bo zeigt auf das Pentagramm. Er kann mich hören und er sagt mir, dass ich es gut gemacht habe. Das Blut war gut, mein Blut. Er braucht nur mehr. Natürlich, alles was er braucht ist, dass ich das ultimative Opfer bringe. Bo hob seine Machete mit der rechten Hand auf und hielt sie an sein linkes Handgelenk, schloss dann die Augen und atmete tief durch. Das ist es. Deshalb hat er mich ausgewählt, um Kayagan zu beschwören. Weil er wusste, dass ich die Kraft hätte, das Notwendige zu tun, wenn die Zeit kommt. Wer hat dich für was ausgewählt? Fragte ich. Ich glaube, ich habe den Faden verloren. Ja, sagte Jerry. Ich auch. Ich habe wirklich nicht aufgepasst. War Mel jetzt ein Zombie oder was? Bo öffnete die Augen und zwang sich zu einem weiteren falschen Lachen und sagte, es ist ein Mann in der Stadt. Ich habe nie seinen Namen erfahren, aber das war auch nicht nötig. Er fand mich. Er bot mir einen Job an. Er gab mir einen Daseinszweck. Und jetzt bin ich Teil von etwas Größerem, als ich es je sein konnte. Er wollte nur, dass ich Kayagan in diese Welt rufe. Es ist alles Teil des großen Plans. Und bald wird er fertig sein. Es ist eine Ehre, mein Leben geben zu können, damit Kayagan auferstehen kann.
Er schloss die Augen und hob die Machete an. Dann legte er sie langsam wieder auf seine Haut. Dann haben wir gewartet für etwa 30 Sekunden und schließlich schlich sich Jerrys Stimme in die Stille mit seiner besten Imperator Palpatine-Imitation. Ja, das ist es. Tu es. Lass die Dunkelheit deine Stärke sein. Lass dich von der Wut leiten. Lass den Hass durch dich fließen. Alter, sagte ich. Hör auf damit, du bringst ihn noch durcheinander. Bo warf die Waffe auf den Boden und schrie uns wieder an. Ihr Schlampen habt keine Ahnung, wie es ist, wie sehr ich kämpfen muss. Ich habe mein ganzes Leben lang Dreckskerle wie euch beide ertragen. Die versuchen, mich unten zu halten und ich habe es satt. Bald wird Kayagan auferstehen. All ihr Menschen werdet genau das bekommen, was ihr verdient. Ich hatte bis zu diesem Moment ganz vergessen, dass er noch eine Pistole hatte. Es fiel mir erst wieder ein, als er sie aus dem Hosenbund seiner Cargohose zog und sagte, so sieht wahre Stärke aus. Und sie sich in den Mund steckte. Ich schloss meine Augen und bereitete mich auf den Lärm vor. Das würde super eklig werden und ich hatte wirklich keine Lust zuzusehen. Nach ein paar Sekunden hat er immer noch nicht abgedrückt und ich öffnete ein Auge, um zu sehen, dass er dort mit der Waffe noch im Mund wie festgefroren stand. Hey Mann, ich hab ne Idee, sagte Jerry. Du hast offensichtlich Schwierigkeiten, dich zu überwinden. Warum lässt du mich nicht von hier runter, gibst mir die Waffe und lässt dich von mir töten? Okay, klingt das gut? Du willst sterben, ich will dich töten. Win-win. Bo zog die Waffe unter dem Geräusch eines nassen Plops aus seinem Mund und spuckte auf den Boden. Du hast nicht das Zeug dazu, jemanden zu töten. Nein, ernsthaft. Ich bin richtig geil darauf, jemanden zu ermorden. Frag einfach Jack. Es ist wahr, sagte ich. Bevor er zur Tankstelle gekommen ist, war Jerry das einzige überlebende Mitglied eines Mörderkults. Bo ging wütend zum Kurbelrad und begann Jerry auf den Boden zu senken. Heilige Scheiße, funktioniert das wirklich? Bo nahm Jerry die Ketten ab, warf die Waffe neben sich, hielt dann die Machete wie ein Baseballschläger direkt unter mich und sagte, okay, Arschloch, hier ist der Deal. Du kannst jetzt nicht mehr zurück. Wenn du nicht mein Blut vergießt und das Portal öffnest, werde ich deinen Freund töten und... Jerry hat nicht eine Sekunde gezögert, um zu schießen. Bo schrie und fiel auf den Boden und hielt sich den Fuß, den nun ein frisches Einschussloch zierte. Dann fischte Jerry seine Zigaretten aus seiner Tasche, zündete sich eine an und nahm einen Zug. Hey, Alter, sagte ich, willst du mich vielleicht runterlassen? Aber bevor er antworten konnte, begann das Feuer aus den brennenden Fässern hochzuschießen und zu wachsen. Bevor wir wussten, was überhaupt los war, hatten sie riesige Zyklone aus brennendem Rot und Blau gebildet, lodernde Wirbel, die bis zur Decke reichten. Während die Hitze der Flammen mich traf, sah ich ein kristallernes, glitzerndes Licht in der Mitte des Pentagramms, das von der Größe eines Nadelkopfs zu einem riesigen, sich drehenden Wirbel aus weiß schimmerndem Licht wuchs. Nun sieh dir das mal an, sagte Jerry. Bo fing an, manisch zu lachen, und ich denke, er war gerade dabei, uns ein selbstgefälliges »Ich habe es euch gesagt« zu geben. Aber bevor er das konnte, erschien eine riesige, skelettartige Hand aus dem Wirbel und packte ihn um die Taille. Ich kann nicht genau beschreiben, wie diese Hand aussah, denn ich glaube nicht, dass das Wesen, zu dem sie gehörte, Teil unserer Welt oder unseres Verständnisses von Physik war. Der Arm war gleichzeitig so groß wie ein regulärer menschlicher Arm und so groß wie die Insel Manhattan. Er hatte eine Farbe, die ich noch nie gesehen hatte. Die Hand hatte 5 Finger, die sich wiederum in 5 Finger teilten, die wiederum jeweils wieder 5 Finger hatten, die wieder 5 Finger hatten, ad infinitum. Ich konnte mit meinen Augen hören, wie der Arm der Kreatur sich bewegt und der Geruch erinnerte mich an Gummibärchen. Jerry bestand später darauf, dass er nach gewürztem Rum gerochen hat. Bo ließ ein Keuchen los, als ich die unendlichen Finger um ihn herum drückten. Dann zog ihn der Arm langsam durch die wirbelnde Leere. Heilige Scheiße, schrie Jerry. Das Arschloch hat doch meine Brieftasche. Jerry, rief ich, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Als er mich ansah, zeigte ich auf die Stelle auf dem Boden, an der sich das Fußblut von dem Dummkopf zu sammeln begonnen hatte. Du musst einen Weg finden, das Portal zu schließen. Jerry steckte seine angezündete Zigarette zwischen seine Lippen, öffnete seinen Reißverschluss und fing an, in die Blutlache zu pissen. Und das funktionierte erstaunlicherweise. Ein Geräusch wie ein Donnerschlag füllte den Raum und das Portal verschwand, zusammen mit all unserem Licht, da auch die Feuer aus den Tonnen sofort ausging. In der Dunkelheit konnte ich nur das Geräusch hören, wie Jerry auf dem Boden pinkelte. Nach einer Weile war er fertig und sagte, wow, was für eine Erleichterung. Mann, ich muss dir sagen, dass ich es mir seit meiner Entführung verkniffen habe.
lässt mich jetzt runter, oder? Tut mir leid, bin dabei. Es dauerte etwa 10 Minuten, bis er das Rad im Dunkeln gefunden und mich auf den Boden gesenkt hatte. Als wir die Ketten abnahmen, hörten wir in der Ferne immer lauter werdende Sirenen. Deputy O'Brien nahm unsere Aussagen auf, knüllte sie dann zusammen und warf sie weg. Sie sagte uns, wir sollten es noch einmal versuchen. Unsere zweite Version der Ereignisse hat den Teil ausgelassen, in dem ein böses Wesen in unsere Welt gelangt ist, um Bo zu packen und ihn in eine Höllendimension zu ziehen. Sie informierte uns, dass es sich bei dem Gebäude um eine Art Kraftwerk aus den 50er Jahren handelte. Der Ort ist damals geschlossen und abgerissen worden, aber sie hatten dabei den Keller vergessen und nach ein paar Jahren hat die Natur den Ort zurückerobert. So wie es aussieht, hatte Bo allein da draußen gelebt. Offiziell war er nur ein einsamer Schütze gewesen, ein einzelner Wahnsinniger, und da er weg war, hatten wir nichts mehr zu befürchten. Inoffiziell sind wir alle ein wenig nervös darüber, wer ihn angeheuert hat, um einen Dämon zu beschwören. Vielleicht finden wir es heraus, vielleicht auch nicht. So oder so, wir müssen jemanden finden, der Mail ersetzt, denn etwas sagt mir, dass er so bald nicht wieder zur Arbeit kommen wird. Was ganz anderes. Ich habe gerade erfahren, dass der Karneval bald in die Stadt kommt. Also, das hört sich doch ziemlich aufregend an.